Willkommen zurück bei H1Z1 mit meinem Freund Reaper, dem Backpack. Ja, der findet da irgendwie vier, ich finde nicht eins. Dafür findest du, bist du ab heute Freak the Crowbar. Ja, vier Stück habe ich gefunden. Hier. Das, ja, weiß ich nicht. Du, Reaper, wir müssen das Spiel auch nicht mehr zusammen spielen, wenn du nicht möchtest, ne? Also. Ich habe eine Crowbar gefunden. Ja, ja. Habe ich wohl. Leiter. Ja, schmeiß ich hab nur ein Feuerzeug. Multivitamins helps the immune system to cope with normal everyday stress. Hauen wir uns mal ein paar davon rein, was auch immer das bringt. Und ansonsten, ja, ich brauche ganz dringend einen Rucksack. Dann könnte ich hier 5-6 Crowbars mitnehmen. Aber dann würde ich sagen, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen, ne, haben wir jede Menge Metall und Crowbars am Mann. Und können. Das auf jeden Fall. Ich werde gleich auf jeden Fall hier schon mal anfangen, die Crowbar wegzuputzen und dann das Auto hier zu knacken. Genau, das war halt auch meine Idee, dass ich erstmal eine weghaue. Mein Inventar ist so ein bisschen buggy, also. Irgendwie kann ich manche Sachen nicht mehr aufheben. So, hier, da ist doch was, schön was drin hier in der Ecke, oder? Nee. Also auf dem PvP-Server wäre ich jetzt quasi imbar mit meiner Shotgun. Auf jeden Fall. Alles klar, dann gehen wir hier mal raus und schauen mal weiter, dass wir irgendwo ein Backpack finden oder ein Auto. Autos stehen ja überall rum. Ja, du musst eine ganze Ewigkeit drauf rumhämmern, um Scrap Metal zu bekommen, also. Na, das Problem ist ja gar nicht mehr das Auto, das Problem ist, dass ich dieses Scrap Metal gar nicht mitnehmen kann wahrscheinlich. Ja, guck erstmal, dass du ein Backpack findest. Ja, da hinten steht Biofuel, das nehme ich doch gleich direkt mal mit. Okay, man braucht halt auch so viel Munition, weil die Zombies echt nicht draufgehen von der scheiß Shotgun. Ach doch, jetzt. Ja gut, ich habe mich ein bisschen blöder angestellt. Feuerwehrstation. Ja gut, da brauche ich jetzt eh nicht mehr hin. Weil ich die Axt sowieso nicht mit mir rumschleppen kann. Es wird doch heute einfach nicht Tag, kann das sein? Es war doch gerade eben erst Tag. Ach so, vielleicht war ich zu lange im Bürogebäude. Wie viele Backpacks hast du denn im Auto gefunden? Eins. Eins. Und der Rest, wo hast du den so gefunden? In dem Wohnviertel, wo ich war. Lagen offen rum oder wo drin? Nee, in dem Schrank. Weil ich versuche mich so ein bisschen zu orientieren, wo sie halt die Sachen halt ganz gerne verstecken. Also Kaffee findest du jetzt massenhaft in den Städten. Scrap Metal! Oh, you dropped Scrap Metal. 5 wiegt das. Dann müssen wir mal einen Kaffee droppen. Und dafür den Kumpel hier mitnehmen. Es kommen 2 Zombies auf mich zu. Nochmal 1. Schön laut in so einer Halle. Nochmal 2. Da hinten kommt schon der dritte. Ja, ganz ehrlich, Reaper, ich schmeiße lieber ein bisschen den ganzen Kaffee weg und nehme dafür Scrap Metal mit, ne? Ja, ja. Scheiß auf Kaffee. Dann hau ich hier nochmal ein bisschen mit meiner Crowbar dran rum. Vorher suchen wir den Wagen nochmal. Und da kommt der nächste Zombie. Mom's Fresh Chicken. Oh. 12x45er. Ach. Ey, ich hab Fressen ohne Ende. Erzähl ruhig. Nee, ich kämpf gerade gegen den Zombie und hab da jetzt 5... 6 Schuss reingehämmert. Ich brauche keinen Kompass mehr, den kannst du wegschmeißen. Na gut, der wiegt eh nur einen. Ja, aber ich habe gerade einen gefunden. Kommt der nächste Zombie angerannt. Oh. Ich muss noch was trinken dringend. Ja, das Problem habe ich auch. Ich habe zwar massenweise Futter, aber nichts zu saufen hier. Ich habe gerade... hier, kann man eigentlich die ganze Zeit an einem Auto rumhauen oder muss man die Autos wechseln? Nö, kannst an einem Auto rumhauen. Scrap Metal. Scrap Metal. Oh, ein Auto. Kommt gerade einer mit dem Auto reingefahren.
Hello. Hello. Aber die Crowbar hält, glaube ich, aber nicht viel aus. Ja, ich schlag die ganze Zeit auf einen. Das sind hier zwei Spieler. Scheiße. Das muss ich mich beeilen, einen Backpack zu finden. Also ich habe jede Menge von dem Scheißmetall. Schon ja, acht Stück gut. Oder so. Also ich habe gerade mal drei, aber meine Crowbar ist auch fast im Eimer. Ich glaube, meine waren alle komplett heile. Wie viel hatten die hier? Ja, meine war auch komplett in Ordnung. Ich habe noch 1500. Oh, ich bin noch voll. Ich kann doch ein bisschen kann ich noch aufnehmen. Wie viel Scrapmetal habe ich denn? 6 habe ich bisher. Gelogen. Was machen die hier? Soll ich das Auto klauen? Die sind gerade nicht im Auto. Also, was ist das denn? Ein Green Beanie. Ich nehme es mal mit. Keine Ahnung, was das ist. Eine Kopfbedeckung. Ah, okay. Die machen die ganze Zeit den Wagen an und aus. Oh, jetzt fange ich an, Scrap Metal fallen zu lassen. Ja, Wooden Sticks brauche ich eigentlich gerade nicht. Ich schwör's dir, wenn man keine... Alter Schwede! Ein Weapon Repair Kit! Oh, cool, das ist richtig gut. What, Zombies? Nee, ich muss ja erstmal einmal weglaufen, Woodsticks einsammeln, sonst geht gar nichts. Ich habe gerade Woodstick weggeschmissen, weil ich gerade Metall ohne Ende. Ich habe schon jetzt 11 Metalle oder so. Oh, war das gerade hell draußen? Ja, es wird hell. Schön. Jetzt hat er den Wagen ausgemacht. Ah, der lootet. Ich wette, der rennt gleich zum Wagen, wenn ich mich bewege. Vermutlich. So, wie viel hat die Crowbar noch? Die Crowbar kriegst du gar nicht kaputt. Doch, jetzt 860 hat sie noch. Aber ich bin restlos voll. Jetzt discover ich mal ein bisschen. Ich habe Scrap Metal 15 Stück. Und ich denke, das ist doch ordentlich was, oder? Ja. Aber ich kann mit Scrap Metal... Ach, ich brauche Woodsticks dafür, ne? Um zu craften, ne? Nee, du kannst auch andere Sachen herstellen damit. Ja, ich konnte bis jetzt nur... Also bis jetzt konnte ich gar nichts machen, außer die Dinger selbst. Oh, Zombie. Du kannst einmal aus dem Scrap Metal kannst du ein Scrap Bucket oder sowas herstellen und damit kannst du dann, wenn du andere Items noch hast, kannst du dann auch andere Sachen herstellen. Fuck. Ja, von meinen ganzen Schüssen habe ich jetzt auch nur noch 18. Alter, was machst du denn? Ja, weiß ich nicht. Die Zombies, das ist halt ein Only-Headshot-Server, ne? Wenn du da nicht ganz pingelig genau den Kopf triffst, hast du ein bisschen verkackt. So, jetzt kommen mir hier aber auch definitiv zu viele Zombies. Ich muss hier erstmal weg. Cranberry sagst du, oder was? Ich gehe gleich nach Cranberry, ja. Also du weißt, wo es ist? Du findest da hin? Ja, so mehr oder weniger. Ich habe 3 Scrap Metal in dem Auto gefunden und einen Hammer und Metal Sheet, Alter. Sehr schön. Was mache ich? Ich kann nichts wegpacken. Scheiß auf Pfeile, weg damit. Oh nein, jetzt kommt wieder ein Zombie. Ja, ich glaube, meine Munition wird leer sein, bis ich da bin. Da hinten kommt schon wieder der nächste. Ich habe kein verschissenes Backpack, ich kann hier nichts mehr mitnehmen. Dann verlass die Stadt und geh erstmal irgendwo hin in ein etwas einsiedlerisches Gebiet und such da nach einem Backpack. Ein Schuss. Das hat so keinen Sinn. Zwei Schuss.
3 Schuss, 4 Schuss, das ist so scheiße mit der Schrot. Jetzt habe ich noch 13 Schuss. So, jetzt hier mal auf die Karte gucken, wo muss ich hin? Ah, hier verlasse ich nach oben. Oh, ich blute, merke ich gerade. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Trinken könnte ich auch ein bisschen. Das ist nicht die richtige Richtung. Ich muss zu der anderen Seite raus. Moment, zu welcher muss ich raus? Nach rechts, glaube ich, ne? Genau. Und ein Zombie mal wieder. Ich habe gerade einen Runner und einen Wolf hinter mir. Okay, dann waren es noch 11 Schuss. Naja, schade, aber dann kann ich mir halt wieder endlich einen Bogen machen und damit geht's dann wieder besser. Ja, es ist halt auch, weil die so komisch hin und her zappeln, da brauchst du dann schon mal 2-3 Schüsse für, weißt du? Ja. Hier ist der Vorort von Pleasant Valley, da könnte ich doch vielleicht was looten können in den Häusern, oder? Ja, da könntest du gut fündig werden. Okay, hier wimmelt es natürlich von Zombies. Vorher Woodsticks einsammeln, die Zombies sind absolut aggressiv. Was helfen mir da Woodsticks? Pfeile für den Bogen. Achso, ja, ich habe ja jetzt noch meine Schrotflinte. Ich glaube, ja, die haben den Loot erhöht und halt auch die Zombie-Aggressivität, ne? Ja, und man verdurstet und verhungert wieder schneller, finde ich. Hier liegt ein Hammer, einen Hammer brauchen wir, ne? Oder was sagst du? Im Moment nicht. Im Moment brauchen wir keinen Hammer. Ja, aber mit dem kannst du bestimmt irgendwas craften, oder? Ja, aber wir müssen erstmal gucken, dass wir überhaupt erstmal wieder nach Cranberry kommen und vor allem halt unsere Base halt erstmal mit grundlegenden Sachen ausstatten. Ein Combat Knife. Ich schmeiß jetzt eine Crowbar weg, ne? Die hat nur noch. Ich hab ja eine. Der hat nur noch 860. Dann nehme ich lieber das Combat Knife mit. Ja, muss ich nur noch jetzt ein scheiß Backpack finden. Kaffee, Kaffee. Also es gibt überall Kaffee. Spool of Twine. Cool, ich habe noch eine. Und kann sie nicht mitnehmen. Ja, kann ich nicht. Ich brauche ganz dringend dieses Backpack. Oh, Antibiotika. Keine Ahnung, wofür diese ganzen einzelnen Tabletten sind, aber naja. Die kannst du, da kannst du irgendwas mit craften, ich weiß auch noch nicht was. Ja, dann wird das irgendwas bestimmt in die Heilungsrichtung sein. Kann auch gut sein, dass ich mich bei der Schießerei auch mal ein bisschen blöd angestellt habe, einfach mit der Schrotflinte und die eigentlich doch ganz geil ist. Also so ist ja nicht, ne? Animal Fat und Wolf Meat. Animal Fat ist, glaube ich, ganz gut. Da kannst du Fackeln mitmachen, ne? Yep. Ach, ich blute immer noch. So, noch eine Kappe mitgefunden. Ah, die hätte ich mal aufsetzen können. Hätte ich mal gut aufsetzen können, aber naja. Ein Scrap of Clothes. Ich tippe einfach mal, in so einer Küche wird kein Backpack versteckt liegen. Ich hab das irgendwo, habe ich die Dinger gefunden. In irgendwelchen Schränken waren die drin. Also ich habe in jedem Haus mindestens 2 leere Flaschen stehen. Oh, da ist eine stagniert. Die trinke ich gleich mal. Ja, ich suche momentan Wasserquelle. So, dann hauen wir uns nochmal schnell eine Gauze auch nochmal rein, ne? Sicher, sicher. Könnte gerade auch nochmal, ich habe noch ein bisschen Bandagen craften, 2-3 Stück. Dann den Schreibtisch durchsuchen. Noch eine Gauze nehmen. Ach, Kompasse, die fliegen ja hier rum wie nichts Gutes, wa? Ja, also ich habe auch einen.
Ich bin halt generell gerade ziemlich gut equipped. Ich muss jetzt nur mal gucken, dass ich so schnell wie möglich eine Wasserquelle finde, bevor ich hier verdurste. Oh, hier liegt noch ein T-Shirt. Das schreddern wir gleich wieder. Ja, ich habe also so, ich habe halt auch Trinken dabei. Essen wird halt ein bisschen knapper, merke ich gerade. Da habe ich nichts mehr. Ich habe sämtliche Medikamente. Aber ich denke, ich bin in den Häusern hier ganz gut aufgehoben, was das Looten betrifft. Ich hoffe halt nur noch auf den Rucksack, ne? Ja. Man muss da einfach nur Glück haben, vermute ich. Ja, also Fakt ist, hier wurde noch nichts gelootet bei mir in der Ecke. Von daher, oh, hier liegt schon wieder eine Kappe. Scrap of Clothes habe ich auch jede Menge, sprich Bandagen dann in dem Fall. So, ich gucke mal, ob das Ding hier eine Rücktür hat. Hat sie, aber wir würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Oh ja, ich habe gerade noch einen Wolf. Gut, dann könnt ihr da noch gucken, wie der Wolf erledigt wird. Ja, er ist schon tot. Und nochmal, Wolf Meat und Animal Fats, oh Gott. Ich habe noch ein paar Bohnen gefunden, die drücke ich mir jetzt noch rein. Und beim nächsten Mal hoffen wir auf das Backpack. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.